Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Video ist schon etwas älter, deswegen habe ich da erst einen Stern auf meinem T49er. Mittlerweile sind es zwei, aber das wird ein Busch-Tutorial. Ja, ein Busch-Tutorial deshalb, weil man dadurch schießen kann, ohne aufzugehen. Also wie man das macht. Das war natürlich kein Beispiel, da gehe ich auf. Aber die nächsten Schüsse werden euch das demonstrieren. Denn ich werde wieder hochfahren. So. Ich stelle mich auch mit dem Arsch zum Gegner, damit ich vorwärts schneller abhauen kann. Und jetzt fahre ich so weit vor, bis unser Busch durchsichtig wird. Natürlich am besten keine Bäume umschmeißen. So, jetzt pass auf. Busch ist durchsichtig, ja? Ich kann jetzt gucken, wenn da einer hochfährt. Spotte hier zwischendurch mal da drüben. Aber jetzt, da ist ein T57er und da ist ein E75er oder Tiger 2. Ja, Tiger 2. So, jetzt fahre ich so weit, bis unser Busch wieder zu ist. Aber ich sehe ja noch die Silhouette. So, habt ihr gesehen, ich bin nicht aufgegangen. Ja, das heißt, ihr fahrt so weit vor, bis euer Busch durchsichtig wird. So könnt ihr die Gegner spotten. Und die bleiben ja so. Wie lange ist das? 7, 8, 9, 10 Sekunden. So, und dann fahrt ihr so lange raus, bis euer Busch wieder komplett zu ist. Und schießt. Und wie ihr seht, meine Lampe geht nicht auf. Ja? Also so weit in den Busch reinfahren, dass ihr den Gegner spotten könnt, dass das Ganze durchsichtig wird ein bisschen. Auch nicht zu weit, weil sonst geht ihr selber auf. Ne? So, jetzt bin ich nachgeladen, fahr wieder aus dem Busch raus. Schieße wieder, ohne aufzugehen, ja? Schon dreimal hintereinander. So macht man das also. Ja, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert und auch meinen Sportkanal. Die Links sind unten in der Beschreibung. Wir sehen uns, bis dann, ciao.